So, weiter geht's in der Liga. Augsburg ist der nächste Gegner. Nach dem letzten Spiel gegen Manchester United. Dieses 1:1 zu Hause in der Champions League. Nicht mein Problem. So, weiter geht's auf jeden Fall. Jetzt. Ja, ich hätte auch durchaus mal wechseln können. Boah, ja, der war übelst anstrengend. Ja, ja, klar. So, mal ein bisschen durchrotieren. Also zwei Wechsel gegenüber dem Spiel. Mal gucken, was im Rückspiel möglich ist gegen eben jenes Manchester United. Also, da müssen wir schon irgendwie 2-2 oder höher spielen, um eine Chance haben, weiterzukommen. Oder müssen natürlich gewinnen, aber naja, einfach schauen. Ich habe danach spielt sich, glaube ich, gegen 2. Ja. Egal, komm. Wie gesagt, nächstes Match heißt, wie gesagt, Augsburg. In Augsburg. Da wollen wir natürlich in der Liga auch gewinnen. Melden wir uns aus der verschneiten WWK Arena. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. FC Augsburg gegen Schalke 04. Ja, zwei Unentschieden in Folge bisher gespielt. Also wie gesagt, das Unentschieden gegen RB in der letzten Minute. Vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Genau so ist es. Mal gucken, aber wie gesagt. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal. Auf geht's, Augsburg, da müssen wir mal wieder ein gutes Sieg holen. Dieser 2 Unentschieden jetzt in Folge gegen RB und gegen United. Und jetzt wollen wir natürlich auch in der mal wieder in die kleine Erfolgsspur zurückgehen. Und Augsburg haben wir ja auch schon mal was gehabt. Haben auch schon ein Spiel verloren. Ja, also, naja. Ganz energischer Einsatz. Gemacht da. Coutinho. Heute mal für Paulinho drin, der ja für, wenn nicht weniger, fürs Rückspiel geschont wird. Marco Richter. Richter, Alario. Gut gelöst da. Ah, kommt aber nicht vorbei. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab an Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Wolfsburg. Wolfsburg, neuer okay. Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 7 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Der Rosum. Mit Power gegen Gummi. Da geht er vorbei, ohne Probleme. Oh, schade. Es wäre das 1:0. Super gewesen. Aber den Rosum gut gemacht. Dann zweimal vorbei. Ecke kommt. Gefährlich jetzt. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Da kommt die Hereingabe. Da passt er auf und kann klären. Schön. Klasse. Ja gut, es fehlt mit Akpo Guma auf jeden Fall einer noch langfristig. Merkst du dann halt. Ich muss auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich nochmal einen Innenverteidiger verpflichtet bekomme. Jetzt erstmal. Aber die Offensive mit Coutinho. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor.
1:0 auf jeden Fall für die unsere Truppe. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Na, nichts zu halten dafür. Gekiewicz, der da überhaupt nicht hinkommt. Der hat so viel Power, der Ball, und so viel Präzision, aber nicht zu machen mit dem Keeper. Also 1:0 für die Gäste hier für uns. Aber wie gesagt, das haben wir auch gegen RB gehabt. 5. Saisontor für Philippe Coutinho, doppelt 2. für den SM4. 20. Minute. Das 0:1. Die Nummer 7, Philippe Coutinho. Ja. Zuspiel geht hier ins Aus, es gibt Einwurf. Ciao. Gut. Ah, schöner Ball auf Alario. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ah, Alario! Und gekippt. Alario, da überhaupt nicht den Knick heute in die Situation heute kommt. Oh, Eigentor. Ja, da funktioniert das auch. Marco Richter, Flanke und dann das 0:2 durch ein Eigentor der Augsburger. Der war nämlich weiter bei kein Schalker, aber wie kommt das denn zustande? Also erstmal hier der Ball geklärt. Und dann die Flanke und es ist wie es Oxford, glaube ich. Die 36. Ja. Ja, da war weiter bei kein Schalker, aber der Kotschaft, der war schon ein bisschen noch dahinter. 28. Minute, dass die Schalker führen mit 2:0 durch ein Eigentor. Also quasi Doppelschlag. Aber gute Flanke auf jeden Fall für Richter, muss man auch mal so sagen. Gut gemacht da. Ah, aber der kommt nicht. Guter Pass jetzt. Sie geben den Ball bis jetzt wieder. Gut gelöst da. Oh, der Rosun. Jawohl, der vorbeigeht an Gummi. Mit Tempo auch vorbeigeht am zweiten. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Die Riesenchance. 2:0, Entschuldigung, 3:0 sogar. 0:3. Ja, aber der Rosso, der erst an zwei Mann vorbeikommt. So, 15. Saisontor, Alario. Letzte Saison 39 Mal getroffen. Die Saison ist mal gerade bei der fast eine knappe Drittel. Naja. Machen sie die Saison halt andere. Der aber, wie gesagt, der Top-Träger, der steht halt nicht im Kader. Also, im Kader, der steht halt nicht in der. Jetzt sind sie am Ball. Steht nicht in der Startformation. Mit Paulinho. Ah, kein Abseits. Coutinho. Dem heute mal ein bisschen den Vorzug geben. Und ihr macht zum Doppelpack. 4:0. 41. Minute, kurz vor der Pause noch. Direkt das nächste Tor. Gegen Frankfurt führte man damals mit 6:0 zur Pause, gab dann mit einer 8:0. Und jetzt gegen den FC Augsburg. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz kurz. Die Nummer. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. Na, das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Nächster Ball kommt. Klasse Pass. Und Alario. Elfmeter. Und das ist, wenn ich ehrlich bin, ein klarerer Elfmeter als das, was wir gegen United gekriegt haben. Weil das war für mich kein Elfmeter. Da war perfekt dabei gespielt. Hier war es nämlich nur der Gegner. Gummi Gelb. Der muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil der hat Bill Rosen, glaube ich, auf seiner Seite. Und es war für mich ein klarer Elfmeter. Und ich hätte fast sogar auf Rot getippt, weil es wäre eigentlich schon eine Notbremse gewesen, weil ich glaube, dass Alari durchgemarschiert wäre. So, große Frage, nächste Frage. 4:0 oder 5:0 zur Pause? Hält der Gekiewicz den Elfmeter? Nö. Lukas Alario. Tor Nummer 16 diese Saison. Aber schön hinten, links ins Eck oben. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke
Aber da war auch nichts zu halten wegen Kvitz. Also Doppelpack Alario, Doppelpack für Coutinho. Und halt das Eigentor. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. So, jetzt kannst du gerne zur Halbzeit pfeifen, lieber Herr Schiedsrichter. Wird das noch laufen? Ja. Das könnte was werden jetzt. Ja, ich guck. Den Ball hat die Abwehr. 45 Minuten sind rum. Und das Halbzeitergebnis war so ganz sicher nicht vorherzusehen. Nee, habe ich auch nicht gedacht. Sie führen zur Pause und das, obwohl sie sich das Leben kurzzeitig selbst schwer gemacht haben. Ja, das Eigentor war natürlich eine absolut unglückliche Nummer, aber das hat sie überhaupt nicht aus der Bahn geworfen. Stattdessen einfach weiter ab nach vorne. Klasse. Und ich bin auch noch ein bisschen gerade was verdreht, weil das Eigentor war der Augball für die Augsburger und nicht für uns. Also, ist es letztendlich egal. Wir führen 5-0 zur Pause in Augsburg, holen uns hoffentlich diese drei Punkte und dann können wir mal gucken, was im nächsten Spiel gegen United drin ist. Wie gesagt, in Old Trafford müssen wir erstmal was hinkriegen. Alario. Die scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Na gut, auch gemacht. Sonabria, der den Fehler von Bela Kotschap jetzt auslöst, weil der einen Schildungsfehler hatte. Und Zentner. Kompliment. Großes Kompliment. Gut gehalten davon. Zentner. Und ja, dem konnte er nichts machen. 1-5 Tor für Augsburg. Das ist die Nummer 22. Und es ist Delor. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist das. Ich glaube, dass der uns auch im Hinspiel, glaube ich, ein oder zwei Gegentore eingeschenkt hat. Ich weiß nicht, wie das Hinspiel jetzt gerade ausging, aber ich kann mich an den Spieler erinnern. Tor Nummer 9. Jedenfalls. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt und wer weiß, ob das schon alles war. Am ersten geht er vorbei. Am zweiten. Der lässt das mal auflaufen. Dann nimmt er den ersten wieder mit. Gute und. Aktion. Und Giekewitz verhindert das nächste Gegentor. Tottenham hat sich einen neuen Spieler geholt. Bocha, ehemaliger Wolfsburger. Aber jetzt hat's geklappt. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. So, jetzt mal mit Tempo über Marco Richter auf der rechten Seite. Ah, die Schalker bleiben dran. Wir versuchen zumindest. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Ja, ich hätte bestimmt an das zweite Tor. Ja, die Situation, was ich dann schon drin gesehen habe gegen United. Und das Tor, das Ding von Paulinho. Der da von der Linie gekratzt. Und dann kriegen wir das 1-1. Durch. Bisschen unglücklich. Aber okay. Naja, wie gesagt, wir gucken, was möglich ist. Er setzt die Grätsche an. Auch bei diesen Bedingungen. Marco Richter! Und die Schalker bleiben natürlich auch dran, auch trotz dieses hohen Spielstandes. Ecke kommt in die Mitte. Ecke. Da war nämlich noch ein Augsburger dran, der ging nämlich auf den Kopf von Alario, der Ball. Ecke kommt rein. Jetzt passt es. Amel Bella Kotschap. Am Anfang war er noch irgendwann Stammspieler, mittlerweile nicht mehr so wirklich, aber er wird immer mal wieder reingebracht, wenn er gebraucht wird. So wie jetzt momentan. Jetzt ist er nämlich soweit wieder immer mal wieder gefragt, gerade als Verteidiger hinten. Er setzt heute Becker. Und nutzt diese Ecke zu seinem allerersten Saisontor. Genau so ist es. Auf dem Papier her sind ja, schön. Teams nahezu gleich stark. Gut gemacht von Ludwig, übrigens gut abgelaufen da. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. So, jetzt Marco Richter.
Und Kickewitz, der erste Hitmann von Richterschaft. Und dann von der anderen Außenbahn, von Dele Rosso. Der ist gut gelöst. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den FC Augsburg. Dann geht es zu Hause gegen Hoffenheim. Und da sind wir natürlich gern wieder. So, nächster Ball über Latza. Lange Flanke. Ja, und das müsste das 1:7 sein. Innenverteidiger, habe ich noch einen überhaupt? Innenverteidiger auf der Bank? Nö, ne? Da muss was anders richten. Müssen was anders umbauen. Da wird das Linksverteidiger. Setzt sich Becker, setzt man Sosa. Und dann ist es dann Alario. Eins zu sieben. Latza durch mit der Flanke, schön vorne rein, keine Chance, Oxford mit dem Stellungsfehler und dann passt das Ding. Keine Chance für Gekewitz, der dann den nächsten Treffer kriegt. Tor Nummer 17 für Alario und das war auch seine letzte Situation. Jetzt geht er raus mal und will das jetzt von Burkhardt. Genau so ist. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Oxford. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. So, Burkhardt, der jetzt mit Tempo, der jetzt mal ein bisschen sich Platz schafft mit einer guten Finte. Johnny Burkhardt, 1:8. Ja, der einfach mal eine Finte setzt und damit sich die Lücke freilässt. So. Tor Nummer 3 in dieser Saison für ihn. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Jamal Musiala mit der nächsten. Oh, viel Platz jetzt. Er trifft den Pfosten. Das wird die Abwehrspieler richtig motivieren. Sie waren eigentlich schon geschlagen. Ja, aber so gerade noch. Offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Ach, den kannst du auch laufen lassen. Nur 1:8. Ich hätte gerne auf das 1:9 gestellt. Leverkusen, gegen Leverkusen damals. Auf dieses 1:9 hatte ich. Da wollte ich eigentlich hin. Naja, zumindest mal wieder mit dem Sieg. So, also hochverdient auch dieser Sieg, wenn man mal die Statistiken gerade angeguckt hat. Passt das so. Nächstes Spiel, wie gesagt, es dürfte dann United sein, oder ist es schon das Rückspiel dann? Nö, noch nicht. Es gibt noch ein Ligaspiel vorher. Mindestverkaufssumme 10 Millionen will ich ihn abgeben. Ja, komm, immer 11. Da will er, weiß ich gar nicht, ob er da hingehen würde. Gut, da würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner ist in der. Ist denn schon in die Liga ist oder ob es in die Champions League geht? Köln. Aha, auswärts. Na gut, nehmen wir es so mit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin und tschüss.